zeige euch jetzt, wie ihr die richtigen Heber macht. Das fängt an wie ganz normale Wurf von außen. Zuerst laufe ich an, springe rein, aber wenn der Tor da rauskommt, dann ist gute Chance, einen Heber zu machen. Ich mache das so, dass ich mache so leichte Körpertäuschung, wie ich einen normalen Wurf mache. Aber dann strecke ich die Ellbogen durch und mache mit der Handgelenk so ein und bis die Finger hier ein leichtes Spin auf den Ball und hebt ihn so. Das ist das Ziel, auch den Torhüter in Bewegung zu kriegen. Vielleicht ein Bein heben oder sowas, dann ist es schwieriger zurückzulaufen. Sonst musst du einfach viel Selbstvertrauen haben. Bjarke springt ganz hoch, springt hoch und wartet dann einfach, was ich mache jedes Mal. Für mich war das immer, als ich jung war, war ich einfach immer mit Ball in der Hand. Dann kannst du so diese Zusammenspiele üben, einfach zu Hause oder egal wo du bist. Eine Übung kannst du auch so Bank auf die Tor stellen und einfach dich die 6-Meter-Linie hinstellen und einfach die Übung machen. Und immer wieder. Ich glaube, dass je öfter du das machst, je besser kriegst du das hin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Masterclass und viel Erfolg beim Ausprobieren.